Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Baldur's Gate 3 mit Paxos. Was mir eingefallen ist, das ist ja jetzt schon der zweite Dungeon hier in diesem zerstörten Dorf. Es ist zwar so, dass der erste Dungeon in dem Keller ein sehr kleiner Dungeon war, aber war halt trotzdem ein Dungeon mit diesem komischen Nekromant. Und wie ich mir schon gedacht habe, wird es nicht mehr so lange dauern, bis wir Stufe 4 sind. Das freut mich natürlich. Ja, zweiter Dungeon und wir wären hier nicht in den Dungeon reingekommen, wenn wir es nicht geschafft hätten, per Wahrnehmung mitzubekommen, dass unten am Boden irgendetwas glitzert. Wäre also dieser Würfelwurf immer fehlgeschlagen, dann wären wir weitergegangen, ohne in diesen Brunnen zu klettern. Also daran sieht man auch wieder, ne? Manche Orte entdeckt man eben nur, wenn man dann per Würfelwurf auch in der Lage ist, zu diesen Orten zu gelangen. Wichtig, wichtig. Und was wollte ich jetzt noch machen? Ah ja, ich wollte nochmal nachschauen, ob Kalach die beste Rüstung anhat, weil... Rüstungsklasse 14, kann die schwere Rüstung nehmen? Irgendjemand hat auch schwere Rüstung an. Was war hier noch extra drauf? Du erleidest ein weniger Hiebschaden. Ja, also nur gegen Hieb ein Schaden weniger und vor allem nur ein Schaden weniger ist jetzt nicht so krass. Was hatte sie an? Sie hatte nämlich schon schwere Rüstung, Rüstungsklasse 16 und eigentlich müsste sie hier die beste Rüstung anhaben, weil sie halt kein Schild trägt. Er hat logischerweise richtig schlecht. Er hat Rüstungsklasse 14. Aber ich weiß gerade nicht, kann Kalach überhaupt schwere Rüstungen anziehen? Wir testen das mal. Jetzt muss ich in ihrer Unterwäsche spielen, es tut mir leid. Du bekommst gleich wieder was. Halt, kann Kalach. Ja, ich meine, Kalach kann schwere Rüstung tragen. Sie ist eine Kriegerin. Ja, dann bekommt sie nämlich das. Jetzt hat sie nämlich Rüstungsklasse 17. Dann bekommt Schattenherz. Na. Dann bekommt Schattenherz das. Dann hat sie auch Rüstungsklasse 17. Das ist deutlich fairer, klar. Kalach kann jetzt nochmal zwei dazu bekommen durch ihr Schwert, aber irgendwie ist dieser Zauber schon mal aufgehoben worden. Und das war dann nicht so geil. Was hatte er? Rüstungsklasse 14, Rüstungsklasse 14, aber hier halt ein Hiebschaden weniger, das passt. Dann können wir direkt nochmal. Im Inventar von Kalach diesen ganzen Müll in ihren Rucksack reinpacken. Und den Rucksack, den Reisesack, müssen wir auch aufpassen, dass wir den nicht verkaufen, sondern nur die... Ne? Was? Ist er jetzt voll? Er ist jetzt voll. Gegnern kann darin nicht platziert werden. Gar nichts? Nee, das ist doch der Rucksack vom Reisesack. Wo ist denn der andere Rucksack? Ach, der ist hier. Oh, ich dachte, er wäre voll, aber ich glaube, der kann nicht voll sein, oder? Genau, da können wir so viel reinpacken, wie wir wollen. Und der ist ziemlich leicht, der Rucksack, aber der ist halt ziemlich cool, um extra... Zweihandhammer. Ist der Zweihandhammer besser als unser Schwert? Nee, er ist schlechter als unser Schwert, okay. Ja, da können wir nämlich jetzt... Ach so, aber der macht Wuchtschaden. Wuchtschaden ist gegen Skelette. Deswegen wichtige Waffe. Die packen wir nicht rein. Die will ich nicht verkaufen. Die Wuchtwaffe können wir nämlich wunderbar einsetzen gegen Untote. Das kommt aber alles rein. Und das. Und die beiden Sachen. Wobei, es ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir ein Schild aufheben. Es kann ja immer sein, dass wir eine Einhandwaffe finden, die super krass ist und Schattenherz bekommen und noch eine Einhandwaffe finden, die super krass ist und die wir dann eben auch der Kalach geben wollen, aber dann braucht die noch ein Schild. Und da ich dieses Stachelschild viel cooler finde als dieses nietenbesetzte Schild, werden wir auch das Stachelschild behalten. Armschienen der Verteidigung. Erhältst einen Bonus von plus 2 auf die Rüstungsklasse, solange du keine Rüstung und keinen Schild trägst. Also, selten ist wahrscheinlich schon krasser als ungewöhnlich, aber ich verstehe ehrlich gesagt nicht. Also, die bringen ja wirklich nur dem Charakter was, der ganz bewusst auf ohne Rüstung skillt. Sonst ist das ja Schwachsinn. Rüst 2, also plus 2 ist ja gar nicht viel. Und wenn man ein Schild ablegt und dann noch die Rüstung, dann verliert man viel mehr als 2. Deswegen ziemlicher Bums. So, bei dem, was hier anscheinend zu irgendeiner Quest gehört, zumindest wüsste ich nicht, was dieses Zeichen sonst bedeuten soll, die werden wir mal nicht wegpacken. Zu seltsamen Reitern in der Gegend, ich glaube, das können wir verkaufen. Verblichene Blaupausen, weiß ich auch nicht so richtig, ob wir die nochmal gebrauchen können, deswegen Hyänenohr, das können wir doch bestimmt in diesen Alchemistenbeutel reinknallen, oder? Schicke Tasse aus einem einzigen
Moment mal. Können wir auch alles in den Beutel reinpacken? Der Beutel ist, glaube ich, noch leichter als der Rucksack. Okay, ich glaube. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir können alles, könnten auch alles in diesen... Naja, okay, was soll's. Wir behalten jetzt einfach erstmal diesen Beutel. Das müsste doch hier reingehen, genau. Ölflasche. So, so, so. Haben wir eigentlich bei Schattenherz noch eine Wuchtwaffe gelassen? Als wir damals gegen die Skelette gekämpft haben, habe ich komplett vergessen, auf die Wuchtwaffe umzu... Ja, guck mal, wir haben den Pflege. Da wäre der Kampf viel leichter geworden, wenn wir die Wuchtwaffe behalten hätten. Gut. Jetzt aber mal weiter. Jetzt müssten alle genau richtig sein. Überladen, du trägst zu viel Gewicht. Wie, ich trage zu viel Gewicht. 159. Okay. Dann müssen wir hier mal was rausnehmen. Können wir natürlich hiervon was rausnehmen und in die... in den Beutel packen. Ja, schön, wie das nicht so bleibt, wie ich das will. So, und dann geben wir dem Beutel Schattenherz. Die kann er auch viel tragen. So. 90, 98, 18, 70. Passt. Weiter geht's, weiter geht's. Hatten wir schon alle gelootet. Schlichte Stiefel brauchen wir nicht. Das ist auch nicht mehr rot. Perfekt. Wir hatten schon alle gelootet, alter Rucksack ist leer, aber geht's hier lang? Halt! Ich will hier rein. Hier geht's nicht rein, oder? Einfach nur ein Wasserfall. Okay. So, das war mit Sicherheit noch nicht die... Es war mit Sicherheit noch nicht die letzten Gegner. Das schlichte Gift macht nichts, wenn wir da reinlaufen. Die letzten Gegner, aber er fällt... Okay, wir haben gerade Schaden genommen. Also anscheinend können wir doch mit schlichtes Gift vergiftet werden und für Schaden nehmen. Mist. Wir laden jetzt logischerweise nicht nochmal. Im Gegenteil, wir speichern nochmal. Dann machen wir erstmal die Zauber, die wir machen müssen bei Waffenbindung. Und Tiers Schutz. Tiers Schutz. Können wir auch auf jemand anderes machen, glaube ich. Aber das wollen wir natürlich auf Kalach. Dann Gale, das ist zwar immer ein bisschen nervig, dass wir da erst bei ihm ins Zauberbuch reingehen müssen, aber wie gesagt, es wäre ziemlich dumm, wenn wir aus Faulheit diesen Quasi-Zauber immer vorbereitet lassen, obwohl das nicht notwendig ist, damit dieser Geist mit uns mitkommt, oder dieses Teufelchen. Oder ist es ein Dämon? Ich weiß gerade nicht. Zählt es als Dämon oder als Teufel? So. Was war das? Ein Unhold, aber ich weiß nicht, ob das ein niederer Dämon, ich glaube, es ist ein niederes Teufelchen oder sowas. So. Was haben wir hier? Kupferring. In diesem wuchtigen Kupferring sind dunkelgrüne Steine gefasst. Die sind zwar nicht viel wert, diese Ringe, aber die wiegen halt fast nichts, deswegen macht es trotzdem Sinn, die zu nehmen. Lederhelm. Haben wir jetzt alle schon so einen Lederhelm auf? Ich glaube nicht. Ich glaube, der gute Gale kann noch einen nehmen und ich glaube, das stört ihn auch nicht, diesen Lederhelm aufzusetzen. Oder? Lost in thought. Nö. Ah, warum müssen denn jetzt alle diesen Lederhelm haben? Das sieht überhaupt nicht geil aus. Ist doch schön, dass die alle den haben, außer die Kalach. Ich frage mich, ob Kalach jemals was anderes auf dem Kopf haben wird, als dieses krasse, verformte Stirnband, was noch ungewöhnlich ist und noch nicht mal selten. Das ist schon heftig. So, noch ein Kokon. Da ist nur ein Schädel drin. Bronzehalskette. Nehmen wir auch. Schön, dass wir hier gut wie nichts sehen. Kokon aus Spinnenseite. Ja, die wollen wir natürlich kaputt schießen. Heiltragend, nice. So. 2, 3, 2, 4. Wir schauen mal, ob wir welche herstellen können. Trank des chlorreichen Sprungs können wir herstellen. Sonst nichts. Irgendwas anderes, das wir gebrauchen könnten. Elixier der Resistenz. Salze. Bullywug-Trompete.
Diese Bullywug-Trompete sauert unabhängig in jedem feuchten Dunkelheit zu finden und es macht schon das vorsichtigste Schnuppern an dieser ätzenden Tintur lässt einem die Augen tränen. Rezept freigeschaltet. Schlichtes Gift können wir jetzt herstellen. Nice. Heiltrank. Vielen Dank. Oh, brauchen wir etwa auch was? Ja, da brauchen wir genau diese Suspension wie bei Heiltrank. Aber ich glaube, Heiltrank ist mir gerade wichtiger als einfaches Gift. Vitriol aus Knochenkappe, Drachenei-Pilzasche, einfaches Gift. Aber das einfache Gift ist so schlecht. Ich glaube dann eher schlichtes Gift, weil schlichtes Gift wenigstens Schaden macht. Gegengift wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Das haben wir jetzt noch nicht so viele. Wer hat denn schlichtes... Ne, Gegengift haben wir hier dreimal. Ja, das sollte dann natürlich jeder einmal bekommen, weil wir hier drinnen ständig vergiftet werden. Sie hat auch einmal Gegengift. Sie nicht. Er auch nicht. Also geben wir... einmal... das Gegengift... ihm... und einmal ihr. So, sind wir auf alles vorbereitet. Wieso können wir das ja nicht sortieren? Das wäre doch mal geil. Also automatisch sortieren, dass das weniger Platz wegnimmt. So. Okay. Wir speichern nochmal. Everyone what? Oh, da ist eine Phasenspinne. Schriftrolle, rascher Rückzug. Erhalte sofort sowie als Bonusaktion am Ende jedes deiner Züge Spurt, bis dieser Zauber endet. Bis zur langen Rast ein Zug. Wer könnte das am ehesten gebrauchen? Ich glaube Gale. Und jetzt müssen wir wohl wieder mit Kalach vorangehen, wenn hier irgendwo eine Phasenspinne sein soll. Vorsichtig, vorsichtig. Ich denke, hier drinnen wird auch irgendein fetter Endboss kommen. Trank der mächtigen Heilung. 8 bis 20 heilen. Ich habe mich schon gefragt, wann wir mal den nächsten Heiltrank finden. Heilt und entfernt den Zustand brennen. Oh, nice. Ein Trank zum Heilen mittelgroßer Verletzungen. Den bekommt auch Kalach. Die hat ja auch die meiste Energie. Da lohnt sich das am ehesten. Ah, habe ich jetzt echt rostige Klingen genommen. 16 wäre, die schmeiße ich direkt wieder raus. Knüppel und auch nicht. Ach, ich habe gar nicht Skelett gelootet gehabt. Kurzschwert ist auch nur 16 wert. Warum auch nicht einpacken? Rucksack des Lehrlings? Tagebuch des Lehrlings. Weitschweifige Lektüre über die Flucht eines Lehrlings aus seiner Heimat und seine Kämpfe im neuen Leben. Alchemistenfeuer. Wer hatte diese? Ich glaube, das hatte... ja, sie hat es sogar zweimal. Ja, dann nimmt es einmal Kalach. Ich glaube, das passt. Trickter Ukta, dritter Ukta. Ich möchte klarstellen, dass ich meine Heimat verlassen habe, weil mich der Bund zu meinem Meister dazu gezwungen hat. Und nicht, weil ich es wollte. Gäbe es den Schwur nicht, wäre ich noch immer zu Hause und würde den Zulkiren dienen und nicht Schweinepocken in diesem primitiven Weiler behandeln. Aber Schwur ist Schwur und ich werde ihm dienen, wie es meine Pflicht ist, bis er mich entlässt. Die frühen Tagebucheinträge sind in feiner und schöner Handschrift verfasst, die immer gröber und breiter wird, je mehr Seiten du umblätterst. Am Ende steht nur noch ein hastig niedergeschriebener Eintrag. Sie haben es getan. Die dunklen Lustizare haben den alten Bastard erwischt, bevor ihn die Zulkire in die Finger bekam. Jetzt verblutet er und sobald er tot ist, bin ich von meinem Schwur befreit. Ich bringe das Buch der Nekromantie zurück, das er gestohlen hat. Dann werden sie mir vergeben und wissen, dass ich ihnen treu bin. Das Schlüsseljuwel ist sicher verstaut in den Tunneln. Sobald ich es habe, schleiche ich mich in den Keller, schnappe mir, was ich tragen kann und dann geht es nach Hause.
Ah, das war der Lehrling von dem... von dem Buch. Und der ist ja auch gestorben. Der Lehrling des Nekromanten hat ein Schlüsseljuwel erwähnt, das in den Tunneln verloren gegangen sei. Wir müssen es finden. Ah, damit können wir das Buch wohl öffnen. Ich will es eigentlich trotzdem zerstören, aber egal. Das heißt, beide... Wieso ist es eigentlich gelb, das Skelett? Bedeutet das, dass wir mit Toten reden können? Aber es geht doch nicht mit dem Skelett, oder? Kein Ziel. Aber ich wollte eigentlich nicht in dieses Buch reinschauen, aber naja, mal schauen, ob wir jetzt dieses... Heiltrank. Den bekommt... Sie hat jetzt diesen fetten 3, 2... Hat er nur noch einen? Ne, der hat 5 hier und hier sind 2. 3, 3, 3. Er hat nochmal hier 2. Wie hat denn der? Hä? Habe ich ihm gerade welche gegeben? 2. Ach, verdächtiges Gift. Oh. Was mache ich denn damit? Den kann man halt maximal werfen, aber da ist es nur normales Vergiften. Vergiftet. Erleidet ein Nachteil beim Angriffswürfen. Ja, wisst ihr was? Ich schmeiß das einfach aus meinem Inventar raus. Das gefällt mir nicht, das Ding. Wo ist es? Hier. Oder ob das noch für irgendwas gut ist, irgendwann mal? Ich pack das mal in so eine extra Tasche rein. Habe ich es jetzt hingetan hier? Vielleicht bei ihr einfach mit rein. So. 5, 3, 3, 2. Der braucht nicht 5 mal. So. Making me sweat. Dolch. Hat immer irgendwas zu droppen, aber... bringt uns nichts. Geht's hier weiter nach rechts? Ja. Oh, das scheint mir deutlich größere... deutlich viel speichern, deutlich größere, deutlich größerer Dungeon zu sein. Ich sehe fast nichts. Ich glaube, ich muss mal näher ran. Aber der Kamerawinkel, man kann nicht selber entscheiden, wie der Kamerawinkel genau aussieht. Das entweder von so weit oben oder halt so. Es wäre geil, wenn man den Winkel, wo er genau hingeht, noch ein bisschen ändern könnte. Und ich mache ja bewusst keine Fackel an. Erstens will ich nicht besser gesehen werden und zweitens ist es eigentlich hell genug. Und drittens muss ich dann wieder, wenn ich die Fackel nehme, auf meine Waffe wechseln, zerklüfteter Fels, wieder auf meine Waffe wechseln, sobald ich wir können aber hier drin eingesponnen werden, oder? Auf meine Waffe wechseln, sobald ein Kampf ist. Ja. Hä? Du sollst einfach da hinspringen, okay. Problem haben jetzt natürlich alle. Dürfen wir auf gar keinen Fall in einen Kampf geraten, während die das. Während die da drauf sind. Deswegen warten wir mal kurz, bis alle da sind. Was ist das? Zerstörtes Dorf. Nachforschung erfolgreich. Gebrustene Wand. Gegen Hiebschaden. Hiebschaden gegen diese Kreatur ist aufgehoben. Energieschaden gegen diese Kreatur ist verdoppelt. Stichresistent. Wer sticht denn? Sticht irgendjemand? Ich glaube, Pfeil und Bogen ist Stichschaden. Ja. Schön, ein Pfeil funktioniert besser als das große Schwert. Wer kennt's nicht? Und wo geht's da jetzt rein? Oh, geil, wie die, so, wie die Physik so ist, dass man die so richtig wegschiebt noch. Krass. Das war mir ja gar nicht klar. Nice. Keine Ahnung, wo wir jetzt sind, aber irgendwo in dem Dorf wieder.
Oh, hier ist irgendwas. A hero at heart. Careful. There are traps about. Entschärfen. Das heißt, wir müssen erstmal wieder Will nehmen. Ah, das ist gar nicht so schwer. 10. Erstmal wieder Will nehmen, damit wir diese eventuellen Fallen sehen. Steilklips Blaupausen. Komplizierte Baupläne für 3 eindrucksvoll klingende Waffen. Okay. War das nicht auch irgendwie ein Quest? Die Entwürfe von 3 Waffen wurden mit sauberen und präzisen Strichen und Bögen gekennzeichnet. Ein Großschwert, eine Sichel und ein Dolch. Alle Maße und Winkel sind genau angegeben und detaillierte Anweisungen zum Schmieden sind unten auf der Seite aufgeführt. Eine ungewöhnliche Zutat wird dabei hervorgehoben. Susu-Rinde. Die Susu-Rinde kann nur auf gewöhnliche, unveränderte Klingen angewandt werden. Zeig uns das mal. Tagebuch aktualisiert, vollende irgendwas, bla bla bla. Vollende die meisterhafte Waffe. Wir haben herausgefunden, dass Susu-Bäume in den Tiefen des Unterreichs wachsen. Sehr schön. Na, gehen wir erstmal hier hoch. Geteiltes Versteck. Will hat schwerer Schlüssel von Kalach über die magische Tasche genommen. Ja, das ist schön. Keine Ahnung, wo wir den gefunden hatten, diesen Schlüssel. Infernalisches Eisen. Dieses schwarze Metallstück glänzt rötlich, ganz gleich in welchem Licht. Wenn du es berührst, hörst du in deinem Kopf entfernte Schreie. Oh, das ist das, was Kalach braucht, oder? Das ist da auch ein Quest. Infernal Metal! This can help damn patch up my engine. Ja, nice. Schmiedenotiz. Der kurze Bericht eines Schmieds über ein ungewöhnliches Metall, das selbst durch die glühende Hitze einer Schmiede weder schmelzen noch biegsam gemacht werden kann. Schwert aus Schmiedestahl. Ungewöhnlich. 5 bis 10, aber nur 1d6 plus 4 ist nicht gut. Waffenverzauberung plus 1. Übung mit diesen Waffen ist auch nicht viel wert. 60. Das, was der Rapier was will hat, ist schon mehr wert. Das Leder des Griffs ist alt und spröde, jedoch nicht abgegriffen und kein Kratzer verunziert die schlanke Klinge. Schwert aus Schmiedestahl, aber wird niemand nehmen, ist zu schlecht. Probe Metall, Härte 9,5, sehr hart, Schmelzpunkt unbekannt, Farbe Silber, Markierungen, rote Risse mit gelbem Staub gesprenkelt, Herkunft Unterreich, Notizen, Geschenk von Redacted. Ich glaube, hier sollte eigentlich was anderes stehen und das ist wohl ein kleiner Bug. Leicht schwefeliger Geruch, zum Schmieden ungeeignet, schmilzt und verbiegt sich nicht bei gewöhnlichen Temperaturen. Ja, den braucht niemand, dieses Schwert, also. I'm ready. Whatever it takes. 7 bis 12. Oh, gar nicht so viel schlechter. 7 bis 12, 6 bis 13 macht Stichschaden, genau wie das andere. Aber es hat halt nichts, außer dass es Waffenverzauberung plus 1 hat. Das sieht, glaube ich, ganz geil aus, aber. Ja. Macht einen Minimalschaden mehr, dafür einen Maximalschaden weniger und hat nicht dieses geile Beharrlichkeit, dass man auf jeden Fall Schaden macht, auch wenn man nicht trifft. Was schon mal ziemlich cool ist. Und bei Kala muss ich eigentlich nicht nachschauen, aber ja, 5 bis 10, okay. Ist genauso, wie ich mich gedacht habe. Und wie gesagt, das klingt zwar alles geil, aber es ist halt überhaupt gar nicht viel wert. Wir können ja mal schauen, wie es bei hier aussieht. Oh Gott, das sieht auch gar nicht krass aus. Oh Gott. Ja. Streitaxt, vielseitig, über mit diesem Waffentyp schaltet frei. Okay, das kann halt auch wieder maximal Kalach nehmen. Mhm. Ich glaube, hier ist es mir jetzt doch etwas zu dunkel. Ich mach mal Licht. Rauchpulverfass. Schnelles Looten, ohne groß reden, wenn nichts drin ist. Kriegshammer macht Wuchtschaden. Auch das ist maximal für Kalach interessant, weil es die einzige ist, die für Zweihandwaffen wirklich geskillt ist. 4 bis 13 ist auch schlechter. Aber ist der besser als der Hammer? 5 bis 15? Ne, 4 bis 13 ist schlechter. Können wir eigentlich direkt in den Rucksack reinpacken. Genau wie die Streitaxt. So. A hero at heart.
Pike und Streitkolben. Der Streitkolben ist 30 wert, die Pike ist fast nichts wert, deswegen nehmen wir mal nur den Streitkolben mit und geben mir ihr. Hallo, du sollst nur die Kiste aufmachen, will ja nicht rumtanzen. Das brauchen wir alles nicht. Blechteller. Tee? Ist das was für... Ja, Lagervorräte. Wir hatten noch keinen Tee. Die Kräuter aus Turnich in diesem honigfarbenen Tee hinterlassen eine leichte Wärme auf der Zunge. Ich werde mir dann auch gleich einen Tee machen nach dieser Folge. Und dann noch ein paar Folgen aufnehmen. Halt, ist das Bier? Bierhumpen. Ist da auch Bier noch drin? Ja. Okay. Heading out. Der Jute sagt, da sind immer wieder faulige Eier drin. Das ist ein, haben wir auch nicht. Diebeswerkzeug, sehr gut. Haben wir echt viel. Also ich weiß nicht, ob wir irgendwo mal im Spiel an die Stelle kommen, wo wir dann kein Diebeswerkzeug mehr haben. Ich glaube, das Problem, dass welche zu wenig Diebeswerkzeug haben, ist maximal, wenn sie mit einem Charakter spielen, der keine gute Geschicklichkeit hat und ständig die Diebeswerkzeuge kaputt macht, während er versucht, Schlösser zu knacken. Also das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, würde ich sagen. Ansonsten wirkt es bisher auf mich so. Oder wir finden irgendwann halt Schlösser, die ultra schwer sind zu öffnen und wo wir selbst mit einem Will, der so gut in Geschicklichkeit ist, einfach Probleme haben, die aufzubekommen und dann ständig das Diebeswerkzeug kaputt geht. Schmelzofen. Ach krass, können wir sogar anmachen. Und anfeuern und anheizen. Mhm. Schön. Empty, vacant, unfilled. And so forth. Und natürlich nehmen wir trotzdem jedes Diebeswerkzeug mit, was wir finden. Dann schauen wir mal, ob wir hier durch diese Tür rauskommen. Ja. Aber wir gucken jetzt erstmal, wo uns das hier hinführt und dann gehen wir wieder zurück in diesen Dungeon rein, in die Höhle. Leichter Hammer. Und der leichte Hammer ist sogar 30 wert. Nice. Nehmen wir mit. Habe ich das schon ein paar Mal nicht mitgenommen, aber ich wusste nicht, dass das so viel wert ist. Wird immer wieder Zeit, dass wir auf einen Händler treffen. Boah, wie viel Diebeswerkzeug findet man dann hier? War das ein Schmied und ein Dieb gleichzeitig? Bestimmt finden wir jetzt noch irgendwo ein Notizbuch oder sowas, uns genau das beantwortet. Nein, nicht mit ihr reden, bitte nicht. Something the matter. Nein, eigentlich nichts, war ein Versehen. Tut mir leid, Schattenherr, tut mir leid. Sharp as ever. Jutesack. Wobei, ist das was wert? Okay. Best foot forward. Jeden Fall noch mal speichern, bevor wir da rausgehen. Hier, ich weiß nicht, was da auf uns zukommt. Nicht, dass es dann heißt, hey, was habt ihr da drin verloren? Das ist doch unseres. Goblin, Goblin. Fallen entschärfen war, würde ich sagen, bisher ein Tick schwieriger als Schlösser knacken. Ist häufiger fehlgeschlagen. Boah, ey, aber ohne Scheiße, wie viel Diebeswerkzeug finden wir denn hier? Also nicht, dass es mich stören würde, aber wir brauchen es gar nicht. Ja, ist es was wert? Zu wenig. Ein lustvoller Pack, die schockierende Wahrheit. Ist das jetzt vielleicht das, was ich gemeint habe? Nein. Wo drin steht, hey, ich bin zum Dieb geworden. Auf billigem Papier gedruckt. Der Artikel verspricht die wahre Geschichte in der Arbeit von Albert Harf. Es folgt eine Niederschrift eines Gesprächs mit Albert Harf, dem Autor und Regisseur von Ein lustvoller Pakt.
Ach so, das ist dieses Theaterstück. Frage, was hat euch zu diesem, wenn ich so kühn sein darf, es so zu nennen, vollkommen unzüchtigen Drama inspiriert, Harf? Ich wollte Tabus erkunden, wer wir als Volk wirklich sind. Ja, Robert geht einen Handel mit einem Cambion ein, aber wer würde das nicht tun? Nun ja, ich will doch meinen, dass die meisten Leute das nicht tun würden. Dann kennt ihr die meisten Leute nicht. Jeder will irgendwas. Jeder braucht irgendwas. Cambions können das sehen. In gewisser Weise kennen sie uns besser, als wir uns selbst kennen. Aber am Ende des Stücks stirbt Robert auf grauenhafte Weise. Was sagt das darüber aus, was wir, wie ihr es ausdrückt, brauchen? Ihr vergesst, dass Robert stirbt, weil er sich von Carlisle abwendet. Er hat ihren Handel nicht eingehalten. Ihr ermutigt die Leute also dazu, einen Pakt mit einer Höllenbrut einzugehen, ihre Seelen aufzugeben, wie Robert das getan hat? Wir haben nur ein Leben, warum nicht das Beste daraus machen? Also welchen Handel seid ihr eingegangen? Wie bitte? Dies war euer Debüt als Regisseur, nicht wahr? Vor diesem Stück wollte euch dort nicht einmal das Boulevardblatt Baldurs Bild veröffentlichen. Habt ihr allen Ernstes für ein erotisches Theaterstück eure Seele verkauft? Wir sind ja fertig. Oh mein Gott, hat das wirklich gemacht, dieser Idiot? Und ja, es hat ja auch unser Will gemacht, aber das ist ein anderes Ding. Was mich irritiert ist, dass wir immer noch zu Will sagen können, dass er seinen Pakt beenden soll. Ich glaube, ich muss mal irgendwann beim nächsten Mal im Lagerfeuer, am Lager speichern und ihm das sagen, auch wenn ich denke, dass es negative Konsequenzen hat und dann einfach neu laden. Ja, ich mach sowas zu Teil. Also nicht immer, aber wenn es halt. Und es steht die ganze Zeit da und ich bin so neugierig. Ja, sonst wären wir wohl nicht rausgekommen. Also wir wären wahrscheinlich nicht reingekommen in dieses. In diese Hütte und so kommen wir halt wieder raus, weil es von innen mit diesen speziellen Hebel verschlossen ist. Hätten wir mit Sicherheit auch nicht knacken können, denke ich. Nice. Ja, hier sind wieder tolle Texturen, die nicht geladen sind. Ja, dann machen wir hier erstmal einen Cut. Wir gehen dann logischerweise schnurstracks wieder rein und gehen durch den Dungeon. Wir wollen noch das Juwel für dieses Buch finden und ich hoffe noch auf die andere. Quatsch. Auf die ein oder andere interessante Waffe oder generell Gegenstand. Ich bin gespannt. Ich hoffe ihr auch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxis, bleibt cool, tschö.